Hey Leutchen. Und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen weiter und helfen der Polizistin bei ihren Aufgaben. Und reden, da quatschen sie deswegen mal an. Datzek, mir wurde eine mögliche Entführung gemeldet. Ich schicke euch die Infos. Klang, als hätte es mit was Großem zu tun. Das ist eine echte Chance auf Gerechtigkeit. Okay, meine Freunde und ich werden uns das ansehen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass keiner was sagen möchte, deswegen gehen wir gleich mal raus durch die Tür. Begeben uns mal zum Punkt. Ich hab genug. Entspannst du dich mal? Nein, was ist passiert? Der haitianische Außenminister Samuel Toussaint wurde heute vor seinem Hotel in London verhaftet. Die Hackergruppe DedSec hatte Dokumente veröffentlicht, die ihn der Unterschlagung von Millionen britischer Pfund für die Erdbebenhilfe bezichtigen. Toussaint wartet jetzt auf seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Sehr gut. Aber gut gemacht. Ah! Dann können wir auch laufen. Dann laufen wir mal bis dahin. Das schaffen wir. Da finde ich gute Dinge. Und ein Auto finden wir ansonsten auch hier. So. Hallo. Hallo, hallo. Du hast versucht, DedSec zu kontaktieren, oder? Scheiße. Du bist echt von DedSec? Sagen wir, ich kenne die richtigen Leute. Okay, hör zu. Meine Freundin und ich, wir hatten Kontakt zu dieser Extremistin. Wir wollten was aufmischen und Dinge ändern. Aber jetzt macht sie alles anders. Sie will Menschen töten. Was soll das heißen? Ich weiß, es klingt verrückt, aber sie hält meine Freundin gefangen. Ihr müsst sie finden und ihre Pläne vereiteln, bevor... Okay, ich sag's der Crew. DedSec kann sich bestimmt darum kümmern. Okay. Hast du was gefunden, Bax? Ja, die Geschichte stimmt. Der SMS-Verlauf bestätigt seine Aussagen und ich konnte die Position der letzten Nachricht zu ihrem Absender zurückverfolgen. Wir sollten uns das lieber ansehen. Ich übertrage den Standort. So. Ich habe überlegt, ob wir hinlaufen, aber wird auch funktionieren, aber... Dauert dann doch wieder ein bisschen länger, also machen wir uns mal schnell so auf den Weg. Das war ja mal richtig nah. Du bist einfach nur eine Frachtrolle und das bringt uns jetzt nicht so viel. Hat der auch eine Waffe? Ah, okay, hat er. Der auch. Wow, ich bin so
so stark? Oh, ich wollte gerade sagen, da sind ja noch welche, aber die sind ja auf der anderen Seite. So, noch das schnell mitgenommen. Da sehe ich immer sowas und da bin ich immer so zu spät mit dem Reagieren. Wo ist hier die Maske? Da drinnen? Geht's? Doch, hier geht's rein. So, achso, die ist auch außerdem unter uns. Geht's nicht lang? So, einmal das hier. Noch das Dokument mitnehmen. So, das haben wir auch. Munition laden wir nochmal auf. Ist hier noch eine Drohne unterwegs? Nein, nicht da hoch. Ah, die ist zu weit weg. Generell sind die jetzt alle sehr, sehr weit weg. Was das Ganze ein bisschen ungünstig macht. Hier irgendwo sollte ein Drohnen, nein, ich kenne Drohnen, aber...
Das ist sie. Hol sie hier raus. Nee, noch einer. Ich dachte, das ist über uns gegangen. Ich wollte noch irgendwas sagen, hab nur das Wort vergessen. So, noch was liegt hier gerade nicht rum. Nö. Brauchen wir auch nicht. Gerne noch die beiden kaputt machen. Also gefühlt laufen zwei hier noch rum. Ich sehe gerade momentan nur einen. Die rumschießen kann. Ah, da oben ist die. So, noch einer ist hier. Ach so, jetzt holen wir die Verstärkung, das ist doof. Ah. Ja, ach, da oben ist einer. So, haben wir noch welche? Gefühlt ja, aber ich sehe sie gerade nicht. Da vorne? Okay. Weiß nicht, ob wir jetzt alle weg sind. Wir lassen mal noch ein bisschen die Geisel da, wo die Geisel ist. Und versuchen die anderen Scheiß noch einzusammeln. Das war jetzt eigentlich ganz gut. Sonst wurden wir schon gefühlt viel aufgehalten. Das konnten wir jetzt echt gut machen. Etwas Kunst könnte hier Wunder bewirken. Ja, ich möchte gerne was auswählen. Wir entscheiden uns für das. Wir bei DeadSec haben schon Stil, oder? Ja, das haben wir. So, jetzt holen wir noch die Drohne, oder nicht die Drohne, wir holen uns noch die
Alaska? Ich hoffe, ich falle nicht durch. Alles schon passiert. Und einmal nach unten, bitte. Hier geht's nicht lang, da kommt gleich noch einer an. Müssen wir ein bisschen langsam machen, die verliert gerne mal, die Geiseln verlieren gerne mal den Kontakt zu uns. Wie kam sie da hoch? Und dann... Nett. Du bist ihnen wohl ausgewichen. Wir können nicht im Auto erzählen? Okay, dann steigen wir halt aus. Sie hat diese Irren eine Bombe ins Fahrzeug packen lassen. Fuck! Niemand sollte verletzt werden. Royal Courts of Justice, bitte halte sie auf. Okay. Schwingen wir die Hufe. Ich kenne die Justizgebäude, die sind direkt im Stadtzentrum. Wenn diese Bombe hochgeht, gibt's ein Blutbad. So. Rasen wir mal schnell dahin und halten sie hoffentlich auf. Wir nehmen mal den. Auch, dass sie immer noch Spiegel haben? Also nichts anderes. Hier ist unser Hauptquartier. Wie viele Missionen das noch sind hier für Denk die dran, du Polizistin. Suchst einen Van voller Sprengstoff, der vermutlich so stabil ist wie ein einbeiniger Stier beim Kühe-Schubsen. Also, wenn du in ein Feuergefecht gerätst, versuch den Kugeln auszuweichen. Dein Wunsch ist mir Befehl, Bergs. Ich sollte verdammt erwähnen, dass die Bombe scharf ist und gerade auf die Zündung zutickt. Ich würde mich also beeilen, wenn du nicht darauf brennst, als öliger pinker Nebel zu enden. Ich frage mich, ob... Oh! Da läuft die Zeit. Da war ich gerade völlig... Da habe ich gerade überhaupt nicht drauf geachtet.
Ich sehe das Fahrzeug. Scheiße, da wimmelt es von Leuten. Wie soll das funktionieren? Ist es das? Ich hab das Fahrzeug. Was jetzt? Mir ist eigentlich egal, was du machst. Wenn du Todesopfer vermeiden willst, könntest du es in den Fluss fahren. Liegt an dir. Oh, halt, warum ich da gegenfahre, weiß ich auch nicht. Ist ja gerade nicht so geschickt. Auch nicht so gut. Vorsicht. Scheiße, ja. Hoffentlich hat das jemand gefilmt. Ich würde mich noch nicht zu sehr feiern. Ihre Gruppe wird nach einem vereinigten Angriff nicht einfach aufgeben, sondern zurückschlagen. Heilige Scheiße. Yay. Okay, die machen wir das nächste Mal. Und sind gespannt, wie es weitergeht. So, also. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gerne kommentieren, abonnieren. Und abonnieren, kommentieren, liken, die Glocke entfernen und das nächste Mal wieder einschalten. Das wäre sehr cool. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye.